Quimble Reginu, Insula Kalang, Ref Sieg, Ludrip Afwash, Plato Fwibs Nobbin, Zumba, Shusha, Skuni, Ayaban, Bajta, Boy, Pelfin, Kimnu. Ja, dann ein herzlich willkommen zu Die Sims 4 an die Arbeit. So, ja. Die zwei sind ja hier noch immer auf der Verabredung. Ja, und das ist ja schon auf Gold, da brauchen wir nicht weiter was zu machen. Aber die zwei könnten ja hier trotzdem. So. In ihrer Arbeitskleidung hantieren sie hier herum. So, und wer brabbelt denn hier so in der Gegend herum? Die tanzen hier. So, ist denn hier oben was los? Oder nö? Hier ist gar nichts los. Kein Entertainer ist hier. Und hier oben ist auch niemand. Okay, die hocken also alle wirklich hier unten herum. Oh. Lach mal, kriegst einen Keks. Yorid Jasipa Paniru. Ruhana Deloba. So, die trägt einen Tierkopfhut. Dag So, wir warten ja jetzt darauf, dass hier die Verabredung zu Ende geht. So, wie wär's? Quatsch doch noch mal mit ihm. Verführerisch flüstern. Zusammen hierhin schwimmen. So, dann geht mal beide schön schwimmen. Na, was macht ihr denn jetzt? Aha. Interessante Beinbewegung unter Wasser. Nicht auf Klo. Noch nicht. Kannst du ihn denn jetzt spritzen? flirten. Was die so alles im Wasser machen können. Aber küssen können sie sich wohl nicht, hm? Nee. Dafür müssen sie an Land gehen. Simba Watch. Yabibel. Yabibel Squad. Drenif. Quahabin. Denka. Zip, 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 zip. Zamboom. Das kann er auch im Wasser, ne? Eine Geschichte erzählen. Yay. Goldene Verabredung. Wo muss jetzt Christian hin? Wo willst du hin? Achso, Getränk bestellen. Dann kannst du, ja genau, geh mal hier auf Klo. Verwenden. So, und dann hast du auch Hunger.
Blah, blah, blah. Dann kannst du hier auch mal Getränk bestellen. Und zwar, was kannst du denn? Nimm mal mit. Hier. Feuersbrunst. Und du kannst auch mal Getränk bestellen. Ach, nimm auch mal das. Es ist wirklich so, sobald zwei Sims, die eigentlich miteinander flirten, mit ein oder mehreren Leuten im Gespräch noch sind, dass die dann halt wirklich da sagen, nee, jetzt nicht, nicht in so einer Gruppe, bitte. Und dann wird es oft peinlich. No. Wirst du mal bald fertig mit den Getränken? Die kriegen halt nicht den, weil immer abgebrochen wird. So, wen haben wir denn hier? Dumme Klee. Ja. So, was bestellst du? Naja, okay. Dann fehlt ja jetzt eigentlich nur noch eine Verabredung. Und dann ist unser Silas mit seinem Bestreben durch. Wir könnten mal gucken, was, also mich interessieren eher so die Merkmale schwerpunktmäßig. So, haben wir denn irgendwas Interessantes für unseren Silas? Mal sehen. Beziehungs... gut, Küche. Ah ja, okay. Sind nie angespannt. Das kann man also Leuten verpassen, die, sage ich mal, das Merkmal sprunghaft haben, weil die leiden ständig unter, gerade wenn man sie in eine Beziehung oder in eine halt in eine Karriere reingemacht hat, dann leiden die ruckzuck unter ständige Anspannung.
So, Profigammler, niemals erschöpft. Nee, das brauchst du auch nicht. Gelehrte bauen alle Fähigkeiten schneller auf. Ja, das wäre vielleicht interessant. Was halt für ihn auch interessant wäre, da er hier und da mal am Schreinertisch arbeitet, könnte man ihm da das Merkmal verpassen, wo er halt hier marktaugliche Sims verkaufen, selbst hergestellte Objekte für mehr Simnons. Geben wir ihm auf dann jetzt einfach mal hier den Gelehrten. Gelehrte bauen alle Fähigkeiten schneller auf. Dann nehmen wir das hier. So. Ja. So. Was haben wir hier? Oh, der hat schon 11.000. Gut, auch hier gucken wir Merkmale. Wir könnten ihm mal... Achso, hat er schon. Spotzkanone hat er schon. Gut. Dann geben wir ihm auch mal hier gelehrt. Hat er das auch schon? Hä? okay. Er kann es nicht holen, weil er die erforderlichen Altersvoraussetzungen für dieses Objekt oder haben wir das wirklich ihm schon gekauft? Mal sehen, was haben wir ihm denn schon alles geholt? Ah ja, Gelehrter hat er. Stimmt. Ach, Susu. Wixon. Ah. Susu. Fumu. Okay. Jongi Charm. Gut, dann. Na gut. Dann werden wir, wenn sie das mit. Mal sehen, was wir dann ihm als nächstes für eine Bestreben machen. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder mal. Wir haben jetzt genug hier an der Bar rumgesessen. Gehen wir mit den wieder schön nach Hause. So. Johnny ist auch in der Nähe, also hier in der Gegend unterwegs. So, okay. So, okay. Mach. Dann mal sehen, was wir... Ja, dann könnten wir eigentlich Silas jetzt erneut in den Weltraum mal schicken. Und ja, mal sehen, was wir... Wir können ja Christian vielleicht mal was verbessern lassen. Damit er auch weiterkommt in sein... Ich glaube, der hat doch auch Geschicklichkeit schon recht weit. Weil dann hätten wir zwei Leute, die hier die Sachen so verbessern können. Komm.
Ja, wir haben halt schon sehr viel in unserem Haus, was halt immer wieder neu geladen werden muss. Also, umso mehr man halt in seinem, auf seinem Grundstück hat, umso mehr muss natürlich auch. Okay, wie geht's dir denn? Bist du denn fit genug, um ins All zu fliegen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, erkunde mal Weltall und Christian muss wohl dringend für kleine Bübchen. So, gucken wir dann mal. Kann ja schon mal laufen. So, naja, der würde bald 5 erst erreichen. Okay. Don, du könntest dich ein. Ach so, du willst dich mit deinem Jungen unterhalten. Gut. Schnell duschen. Dann kannst du aber mal Gourmet-Menü kochen. Das. Dann kannst du backen. Das. Oh. Okay. Das hatten wir aber ist schon so lange her. Silas starrt auf einen fantastischen Turm auf einem roten Planeten hinab, das kosmische Hundeasyl Doggy Back ist nicht nur ein Gerücht, es existiert wirklich. Silas sucht Frau Wulfs Knuddelwuff, eine seltene Allhunderasse, für die man auf dem Schwarzmarkt jede Menge Kohle kassieren könnte. Und wenn Silas ihn unversehrt nach Hause bringen würde, würde auch er jede Menge Kohle kassieren. Betreten. Okay, mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ich glaube, wir hatten es einmal. Aber glaube ich nicht hingekriegt. Aber es auch ist schon so lange her auch, dass wir es hatten. Willkommen im Asyl. Silas parkt sein Raumschiff und betritt das Asyl. Die Aliendame am Empfang zieht einen Augenbraue hoch, als er eintritt. Der Job ist vergeben, sagte sie. Silas kann ihr von dem verlorengegangenen Hund erzählen oder eine Ausrede erfinden, um sich umzusehen. Wir erfinden eine Ausrede. So. Nam Nam. Herr Biri. Hier Maler. So. Die rote Leine. Nun, selbst das Asyl scheint seine Vorschriften zu haben. Nachdem er eine Geschichte über seinen entlaufenen Hund erzählt hat, muss Silas 13 Formulare ausfüllen und auf einen Wächter warten, der ihn zu den Zwingern bringen soll. Als er die Formulare abgibt, entdeckt er eine dünne rote Leine in einer Kiste unter dem Schreibtisch, die so aussieht wie Bellos Leine auf dem Foto. Was nun? Zwinger untersuchen.
So, machst du das auch schön? Ihr geht's gut, ne? Nur das... Der Magen knurrt. Injizieren oder nicht injizieren? Silas wird von einem mürrischen Wächter einen langen Gang hinuntergeführt. Er schubst Silas in einen Untersuchungsraum und erklärt, dass er eine Tollwutimpfung braucht, wenn er sich den Tieren nähern möchte. Stimmt Silas der Impfung zu? Der könnte uns ja, ich glaube, das eine Mal haben wir uns reinspritzen lassen und da sind wir aufgeflogen, glaube ich. Nein, wir machen jetzt mal nein. Ups. Der Wächter schnappt sich Silas und gibt ihm trotzdem eine Spritze. Als Silas aufwacht, liegt er auf dem Asphalt neben seinem Raketenschiff. Das kosmische Hundeasyl Doggyback ist abgeschlossen und die einzige Antwort auf sein Klopfen ist Gebell. Sieht so aus, als könnte er die Mission knicken. Naja, okay. Wieder nicht hingekriegt. Ich glaube, dann haben wir den gleichen Fehler gemacht. Missglückte. Ja. Naja, gut. Dann kann er aber auch gleich nochmal los. So. Mach nochmal. Tschüss. So, so. Ja. So. Aber wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.